Hey Leute, weiter geht's mit Detroit Become Human. Und ich habe es wieder getan, ich habe euch wieder im Ladebildschirm begrüßt, Entschuldigung dafür. Dann tun wir uns halt gemeinsam die Ladezeit an. Ich finde es aber generell sehr gut, dieses Spiel hat immer wenn man es neu startet, eine längere Ladezeit, aber während man es spielt, gibt es einfach keine Ladezeit. Das ist großartig. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Und was machen wir jetzt? Willst du denn wirklich für eine Freiheit kämpfen, die dich in einem Bad aus Blut einschließt? Das ist die Frage. Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Das ist das Problem. Sobald wir Gewalt anwenden, also so sehe ich es zumindest, sobald wir Gewalt anwenden, sobald auch nur ein einziger Mensch durch unsere Revolution stirbt, haben die Gegner dieser Revolution einen Grund anzunehmen, dass wir gewalttätig sind. Ihr wisst ja, was Propaganda gerne aus einer einzigen Gewalttat macht. Ein Android als Präsident, weniger als 5% der Mitglieder auf Dating-Webseite weiblich. Alles klar? Eine aktuelle Studie spricht sich dafür aus. Eine aktuelle Expertenstudie hat herausgefunden, dass Androiden in diversen Regierungspositionen effektiver wären als ein Mensch. Neben ihrem Arbeitstempo und ihrem praktisch unbegrenzten Gedächtnis sind Androiden unbestechlich und unempfindlich gegenüber jeder Form von Druck. Klare Ziele vorausgesetzt, können sie die richtigen Schritte unternehmen, um diese zu erreichen, ohne sich über Beliebtheit oder Wiederwahl sorgen zu müssen. Das, was da steht, ohne sich über Beliebtheit oder Wiederwahl sorgen zu müssen, das könnte man genauso gut als Argument für eine Monarchie bringen. ist jetzt nicht so wirklich großartig. Die Sorge, sich über Beliebtheit oder eine Wiederwahl sorgen zu müssen, ist meiner Meinung nach ein Hauptinstrument einer Demokratie. Und dass das hier einfach so steht, möchte ich vielleicht nicht einfach so abwinken. Aber der Gedanke einer gutwilligen KI oder mehrerer gutwilligen KIs, die Staaten leiten und versuchen für ihr Volk das Beste rauszuholen, während sie gleichzeitig bewaffneten Konflikten aus dem Wege gehen, das wiederum ist gar nicht so abwegig, finde ich. Ist ein Android der Präsident der Zukunft? Einem Expertengremium zufolge ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die öffentliche Meinung bereit ist, den Gedanken zu akzeptieren. Im Licht der jüngsten Korruptionsfälle und der schweren politischen Fehlentscheidungen der Fehlentscheidung, hier den Blocksatz zu benutzen. Was ist das für eine Zeile? Der schweren politischen Fehlentscheidungen der letzten Jahre, glauben viele, dies sei die beste Möglichkeit, unsere Demokratie zu bewahren. Das ist schwierig. Also wenn du die Demokratie bewahrst, dann hast du natürlich die KI im Prinzip nur als Repräsentanten des Willens des Volkes. Das ist nicht unbedingt gut. Es ist gut, Politiker zu haben, die manchmal auch gegen den Willen des Volkes entscheiden, weil der Wille des Volkes in manchen Situationen Krieg sein könnte, so vollkommen ohne Anlass. Es wäre nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte. Aber ja, ich
krieg gerade eine Fehlermeldung. Ich hoffe, das Spiel läuft flüssig. Sollte es technische Probleme geben, sind sie in der nächsten Folge behoben. So, hier war nochmal die Frage, die jeden interessiert. Im Anschluss an die Piratensendung in Detroit wollen alle wissen, wer ist dieser Android? Eine staatliche Ermittlung läuft bereits, um den Android aufzuspüren und zu neutralisieren. Danke. Doch bezüglich der Details sind die Gesetzeshüter äußerst einsilbig. Augenzeugen berichten, dass der Android mit Komplizen in den Stratford Tower eingedrungen ist, dem Zentrum des Detroiter Lokalfernsehens. Die Androiden waren bewaffnet und organisiert. Sie befolgten eindeutig Anweisungen dieses geheimnisvollen Anführers. Was uns zum wahren Rätsel dieser Situation führt. Woher kam der Android? Wie konnte er gewaltbereit werden? War ich gewaltbereit? Und welche Art Fehlfunktion erklärt ein solches Verhalten? Bis das FBI das Ergebnis seiner Ermittlungen bekannt gibt, können wir nur mutmaßen. Doch eines ist klar, die Spekulationen werden andauern, bis dieser gefährliche Android, war ich gefährlich, zerstört ist. Das ist so unfair, das ist so eine unfaire Gerichtserstattung, Gerichtsbestattung, Gerichtserstattung, so. Darauf habe ich lange gewartet. Berichterstattung, das wollte ich sagen. Gerichtsbestattung, wenn die Todesstrafe bereits vor Gericht ausgeführt wird. Swish. Sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. So Streifenpolizei wiederum, da stelle ich mir Androiden sehr, sehr gut vor, weil die halt in kürzester Zeit Details erfassen, verarbeiten und auswerten können. Beim Vorbeifahren sehen können, wo wahrscheinlich gerade was passiert. Und das um ein Vielfaches schneller als Menschen. Dachte, da wäre was markiert gewesen. Hier waren wir, glaube ich, am Anfang des Spiels, oder? War hier nicht dieser Krawall? Kann auch sein, dass das woanders war. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Sichere das Gebiet und dring in den Laden ein. Gebiet sichern. Das heißt, wir müssen uns umsehen und müssen schauen. Phase, damit uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay. Alright, die sollten was kommt da weg. Als nächstes? Du bist frei. So, okay, das Taxi hat nichts zu sagen. Da sind noch ein paar Pünktchen. Ah, weitere Androiden. Bald seid ihr bei uns. Okay, erkunde das Gebiet, analysiere das Schaufenster. Gibt eine ganze Menge zu tun. 10 Minuten könnte recht kurz sein. Hey, du da. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwerer. Drohnenroute berechnet. Das ist die Route, die die Drohne nimmt. Simuliere meinen Angriff. Das klappt nicht. Okay. Klappt das? Zu weit weg. Wäre aber die coolste Methode bisher.
Das wäre auch zu weit. Also denke ich, ist es wahrscheinlich die letzte Möglichkeit. Okay. Fangen die Drohne ab. Das Ganze wäre, um ehrlich zu sein, cooler, wenn man laufen könnte, wann man will. Sozusagen. Hier wäre das. Erstmal da hoch, glaube ich. Okay, das wäre zu weit. Dann da hoch. Aber die ist jetzt nicht wirklich niedriger. Du musst erst hoch und dann... So ging es. Alles klar. Schön. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. So, dann gibt es da hinten anscheinend noch etwas. Zwei weitere Androiden am Werk. Kommen wir zu ihnen? Marcus! Andersrum. Warum rufst du? Wie viel Zeit haben wir noch? 8 Minuten noch. Hä? Wieso kann ich da nicht hin? Ganz verstehe ich das nicht. Kann ich das zur Seite räumen hier oder so? An der markierten Stelle vielleicht? Hm. Anscheinend können wir gegen die Androiden nichts tun. An der Stelle zumindest. Warum bist du eigentlich noch unterwegs? Geh nach Jericho, Alter. So, da sind noch Sachen. Sachen, das sind noch Sachen. Damit kommen wir durch das Schaufenster. Okay. Das ist der Plan dafür. Noch bin ich zum Öffnen nicht bereit, denke ich. Erstmal vorbereiten. Ist jetzt frei. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt, was ich schon machen wollte. Ah, wobei, die Straße absperren ist keine schlechte Idee. Jetzt stört uns keiner mehr. Okay, was gibt es noch da hinten? Das sind nur die Androiden, an die ich nicht komme. Hier? Da? Was ist das denn? Ich verstehe es nicht. Teilweise ploppen hier Sachen auf, die dann einfach wieder verschwinden. Da. Okay. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Das stimmt wohl. Das sind aber keine lieben Töne von dir, Markus. Da hinten wäre noch was. Boah, Le Schnupfen. Le Schnüpfen sagt Hallo. Öffne es. Sei es am Öffnen dran. Worauf warten wir noch?
Was habt ihr vor? Ah! Naheliegend. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Laster, du bist frei. Geh nach Jericho. Was würdest du nur ohne mich machen? Ich finde das Schloss nicht mehr. Da. Irgendwie schwer zu sehen. So, bevor ich jetzt das Ding hole, wir haben noch eine Menge Zeit, richtig? 7 Minuten. Wir können uns noch ein paar Sachen ansehen vorher. Zum Beispiel das Schaufenster analysieren. Das habe ich eben einfach ignoriert. Außerdem steht da noch ein Android rum. Siehst du das Alarmsystem? Da. Gefunden. So, wie schalte ich die jetzt aus? Erstmal diesen Androiden dann noch befreien. Du bist frei. Einfach mal durch die Stadt gehen, Leuten die Hand auf die Schulter legen. Du bist frei. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was das Spiel gerade von mir will. Also, wie soll ich die... Man, da geht so ein Kabel, so ein rotes. Ah, vermutlich soll ich dem folgen. So, und jetzt können wir nämlich auch zu den beiden. Irgendwie sehr random, dass wir erst jetzt hier rein können, weil wir hätten sie ja sowieso befreien wollen. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Alarmnetzwerk. Alles klar? Gut gemacht, Marcus. Danke. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Ramme den ganzen Laden weg, ist der aktuelle Auftrag. Das könnte gleich etwas lauter werden. Ihr wurdet gewarnt, Headset-Benutzer. Headphone-Users, es könnte etwas lauter werden. Ich
Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Sie hat eine komische Auffassung von Spaß. Wecke die Androiden. Leute, wir werden jetzt sehr viele neue Freunde dazu gewinnen. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. North, alles okay? Holen wir sie heraus. Warum hat sie so auf diesen Androiden reagiert? Oh. Gut, der kommt uns bekannt vor. Sprich mit ihnen. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Dann folgt mir! Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Handle friedfertig oder gewaltsam. Wir wissen ja, was wir vorhaben. Markiere mit einem Zeichen. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Unser Symbol ist das da. Das Dreiecksymbol, das sieht am coolsten aus. Ein Planet, zwei Völker.
Ach ja, wir haben einen Traum. Geschichtsträchtiger Slogan. Warum sollte ich eine Rauchbombe benutzen? Verstehe nicht ganz, weshalb. Was gibt es noch? Die da? Schon wieder. Ich dachte, hier wäre was zu sehen gewesen. Sprache, die sie verstehen. Und ich will, dass sie verstehen, aber ich will keinen Krieg anfangen. Sie hören nicht zu, wenn sie keine Angst haben. Sie werden keine Wahl haben. Nein. Einfach nein. Weil ich habe es schon gesagt, sobald wir nur einmal zeigen, dass wir gewaltbereit sind, wird das zu unserem Nachteil. Definitiv. Die Monitore, sagt sie. Welche Monitore? Verstehe nicht, welche Monitore sie meint. Ups. Obwohl, anscheinend war das gut. Wir haben Hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Es sei denn, es geht nicht anders. Aber man muss erst mal wissen, ob es nicht anders geht. Hier lang! Feuer! North! North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Das ist hart. Ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen.
musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Es war gerade schwer. Es war wirklich schwer. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Wie kannst du eigentlich... Egal. Ja, wir haben die öffentliche Meinung so weit umgedreht, dass sie uns unterstützen. Das Leben dieser Androiden, die gestorben sind, hätten wir vermutlich nicht retten können. Auch nicht, indem wir im Nachhinein die Polizisten erschießen. Und weltweite Statistiken, was habt ihr denn so gemacht, Welt? Anscheinend hätte es hier einen alternativen Weg gegeben nach dem Blockieren der Straße. Wäre das vielleicht, wenn man dann den Laden überfallen hätte, aber von einem Sicherheitsdingsbums erwischt worden wäre, weil der Strang endet hier ja bereits, das wäre dann vermutlich die Flucht gewesen. 22% lehnten den Molotow-Cocktail ab. Das war das Ding, das die Alte uns gegeben hat. Ich habe ihren Namen vergessen. Eine ganze Menge habe ich hier übersehen tatsächlich. Das waren anscheinend beides nicht friedliche Sachen. Genau. Polizeistreife erscheint. Hätte es sein können, dass man die Polizisten... Vielleicht hätte man die Polizisten doch vermeiden können. Verschonen haben 62 gemacht, also die meisten. Und Markus hat einen friedlichen Protest angeführt. Yay! Und wie es hier weitergeht, in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!